And this So, house is your house. mal Hör mal. anklopfen, Mal ob gucken, wer jemand zu da. Hause Mal gucken, ist. ob die auch wieder die Couch hinter die Wand gestellt haben. Nee, haben sie nicht. Nö, Ja, da ich liegt hab hier einer. noch einen für uns, Oh, den ihr im Haus vergessen da habt. liegt ja einer. Hallo und herzlich willkommen auf Gobinger TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wie immer für euch am Start und ich bin natürlich nicht alleine. Bei mir ist wie immer der Lucky. Hallo Lucky. Morgen. Und natürlich der Arakosch. Wir sind hier voll die Hoodie-Gang, alle mit Googles und Hoodies und so. Aus dem Ghetto hier, alle die Waffen raus, genau hier. Düm, düm. Genau. Ja, wir spielen natürlich wie immer 7 Days. Und wir haben ein bisschen gegraben unten. Wir hatten heute Nacht noch einen Besuch vom Zombie-Bär. Ich glaube, das war der, den wir vorher gekillt haben. Ich glaube wirklich, das war der, den wir gekillt haben, wenn ich da so drüber nachdenke. Weil das haben wir also, noch nie das gehabt. Das wäre cool. Und das wäre irgendwie logisch, ne? Naja, was hast du denn da in der Hand? Meine Keule. Oh. Schmeiß die weg, die brauchst du nicht mehr. Du hast eine Axt, die sieht nimmt ja Platz die weg. Sieht ja toll aus. Wie so ein Schuh für kleine Hölzer. Holzschuh. So, ja, wir wollten heute looten gehen, ne, in der Nachbarstadt. Genau. Wir haben auch schon ganz viele Spikes gebaut, weil wir müssen hinten ja noch Spikes reinsetzen wieder. Wir müssen auch langsam Ach. Wieder Maisbrot herstellen, haben wir festgestellt. Da wurde doch gesagt, kurz vorher. Ja, wir haben es jetzt offen gelassen, weil wir jetzt erst was machen wollten. Wir haben ja die Spikes wahrscheinlich schon fertig, weil wir haben 176 Spikes im Lager. Da werden wir, denke ich, mal so nebenbei beigehen. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Loot-Tour. Ab in die Stadt. Das, was wir am besten können. Blödsinn in der Stadt. Wir müssen, glaube ich, nur hinter in die Richtung Nordost, ne? Nee, mehr so. Nee, Osten. Einfach nur Richtung Osten. Richtung Osten. Osten kann ich. Einfach Richtung Osten, da kommen wir da an. Warum sollten wir auf dich warten? Keine also Ahnung, ich habe mal gelernt, immer wenn ich dir hinterher renne, dann machst du einen Haken und rennst in die entgegengesetzte Richtung, haben wir letztes Mal ja, gelernt. Ja, das stimmt. Aber immer wenn ich Gobbing hinterher laufe, bin ich tot hinterher. Ja, ja, das ist noch logischer. Ey, hier ist eine Klimaanlage zum Abbasteln. Aber auch nur du. Ja, du nicht. Ja, denk mal drüber nach. Oh, hier ist eine Topfpflanze. Ich habe eine Topfpflanze mitgenommen. Wir haben Deko für die Bude. Was ist denn das? Ja, ist Deko, die kannst du selber basteln. Und dann fragst du dich wieder, was wollte ich eigentlich mit dem Stuhl? Hallo! Hallo! Du darum, ich hier rum, oder was? Keiner zu Hause? Ich würde sagen, wir gehen jetzt zu dritt in die Schule rein. Was haltet ihr davon? Schule? Wo bist du denn schon hier? Wir sind gerade im Haus. Ja, ich stehe hier im Haus und tue gerade eine Klimaanlage abbauen. Oh, Arakosch, erschreck mich doch nicht so, wenn du da aus der Tür geeiert kommst. Und wo seid ihr typisch jetzt? Zombie? Ach, hinterm Haus. Oder wollen wir erstmal das Aber Haus wo? Hier clean? Hier links im Haus. Ihr seid ja schon drinne. Ich sehe ihn. Und gleich den Kopf weggerotzt. Hast du das? War ja, der das? Nee, das war in dem Raum nicht auch einer hier? Ja, der ist tot. Nee, hier in dem Raum. Ey, hier gibt's noch eine starke Brille, falls ihr noch braucht. Nee, ich kann schon schlecht. Ich klopf mal an. Ja, dann klopf mal an, vielleicht kommt Obwohl, hier da, jemand raus. Da kann ich besser die Axt nehmen, das Holz. Wenn da, wer noch? Da steht einer, ich lass mal den unteren drin. Und au, au! Rückzug, ich hab hier ihn angelockt. Okay, die war down. Was macht die da? Die hat einen Rock an. Ja, den Rock will ich aber nicht. Ich hab auch einen im Kopf geschossen. Oh. Was macht der denn? Warum haut der denn die Wand? Ey, warte mal, der wehrt meinen Pfeil ab. Oh, wie schafft er das denn? Hat er ein Schild? Nee, ich treff den nicht. Der haut dir die Wand kaputt. Jetzt hab ich ihm in den Hintern geschossen. Oh. Was Neues, lila Farbe. Da legst du ihn nieder, wa? Bist jetzt tot? Ja, ist tot. Nee, die bleiben hier, die können wir selber bauen. Da können wir jetzt ja in die Schule gehen, wa? Jupp, ich tu ja noch kurz hier eine Klimaanlage abbauen. Einmal in die Schule du gehen. Du und deine Klimaanlagen. Ja, klar, die Teile brauchen wir. Ach nee, da komme ich doch nicht hoch, shit. Da müssen wir doch durch die Tür. Aber ich habe jetzt den dicken Hammer. Ja. God damn it. Aber obwohl, das sind Eisentüren. Alter, sag mir doch, dass da ein Zombie steht. Ey, da steht ein Zombie. Nope. Ach, ihr seid ja schon in der Schule. Overkill. Und wie gesagt, Papier mitnehmen. Habt ihr hier schon alles durch? Nee, nee. Auch nicht. Guck mal, das geht doch schneller. Jetzt den Vorschlaghammer, bis ratzfatz durch. Ja, und leere Dosen könnt ihr auch einsammeln, die schmelzen wir nämlich. Ja, nehme ich. Oh, das war's für Lucky hier im Bücherregal. Armbrust. Bauplan. Ja, Armbrust kenne ich schon, kannst du lesen.
Okay. Den Bauplan habe ich schon. Dann lesen wir den mal. Richtig was zu holen hier. Sehr schön. Ja, das glaube ich auch. Und ich dachte, du hast Angst davor, dir. Was haben wir denn hier? Scrap Chest Armor Chematic. Perfekt. Wir lernen heute richtig was in der Schule. Ja, hätte man nicht gedacht. Ja. Leere Holzschreibtisch. Ey, jetzt die Schule könntest du ja auch geil als Basis herrichten, Alter. Eigentlich ja. Hier hast du noch mal ein Rezept für eine Armbrust, falls ihr noch braucht. Die muss Arakosch jetzt nehmen, ich hab schon. Arak? Hier ist eine Tür offen tatsächlich. Da. Da liegt auch eine Lehrkraft am Boden. Bücherregal. Im Bücherregal. Erstmal das Bücherregal finden. Wieso hauen die eigentlich immer auf die falsche Wand? Ich weiß es nicht, vielleicht weil die trinken. Boah, Walter, der hat eine Pirouette gedreht. Ah, trinken ist gut. Arak, dann nimmst du den jetzt. Hier ist doch ein Tresor, oder? Was, ein Tresor? Nein, nein. Ah ja, Wandtresor. Oh, viel mit Gebrüll! Script Chest Armor. Ist da schon drin? Jagdgewehrlauf. Jagdgewehrlauf. Lass mich ran. So, du kannst das Script Chest lernen. Haben wir alles? Ich glaub, die Schule ist durch. Gut. Ja, dann, So, dann gehen wir zum nächsten Haus. Aber die Schule wäre echt ein geiles Lager. Wenn ich das so sehe. Ja, das hat schon irgendwie was. Zwei Treppenaufgänge, kannst von beiden Seiten angegriffen werden. Geil. Freut die von beiden Seiten. So, weiter geht's. And this house is your house. Mal anklopfen, ob jemand zu Hause ist. Mal gucken, ob die auch wieder die Couch hinter die Wand gestellt haben. Nee, haben sie nicht. Nö. Ja, da ich liegt einer. Ich hab hier noch einen für uns, den ich im Haus vergessen habe. Da liegt ja einer. Da sitzt geil, mittlerweile macht die One-Shot-Kills. Ey, der hat Piercings. Da liegt noch einer. Was? Oh, ich hab hier einen Bauplan für Handschuhe gefunden. Für Scrap Gloves. Ey, wenn das so weitergeht, haben wir die Rüstung zusammen. Der Zombie hat noch, also die beiden Zombies haben noch was Cooles dabei, was wir einsammeln können. Ich habe gerade die Schrotthandschuhe gelernt. Na, das fetzt. Die Beine kann ich, glaube ich. Ich glaube, ich kann jetzt fast alles. Also das eine war ein Lederbeinchen, aber ich kann die. Bring mir was Schönes mit, ich räume hier draußen mal. Die Handschuhe, auf. Da liegt auch noch eine in der Ecke, da liegt noch die Krankenschwester in der Toilette. Weil ich bin hier auf der anderen Seite des Raubes. Und hau den gerade im Rücken. Das ist gut. Ich tue gerade Tinas Beine zerschießen. Jetzt haut er mich. Oh, einmal raus hier. Der saß. Bring da was mit raus. Ich könnte mal ein bisschen Akkruzieher gebrauchen. Ja, ich bin da. Also Tina ist down. What? Geht das wieder los? Der hat den Kopf in den Sand gesteckt. Leeres Glas dabei gab, gar nicht mal schlecht. Arak, geh mal oben auf den Dach und gucken. Da kriegt ihr gerade einen Zug. Genau, das ist ein Job für Arak, weil Arak hat. wenn du dir die Treppe wegschlägst, kommst du da nicht hoch. Und der kriegt erstmal voll die Kelle, Alter. Geil. Okay, da ist einer. Oh, und ich ja bin zu dämlich zum Treffen. Ich glaube, der Typ hier hatte Verdauungsstörung. Wieso, weil er so komische Geräusche macht? No. Da ist noch einer. Rechts um der Ecke. Spätestens jetzt weiß er, wo er ist, wenn er schießt oder wie was. Nachdem hier einer wieder mit der Schnotze rumgeschossen hat. Ach, jetzt habe ich die Klamotten mitgenommen. Und das ist ein verwinkeltes Haus, ey. Hier habe ich noch Werdenessing. Ich habe die Munition gerade hier. Ach, hier links, da wo ich hinleuchte. Wo waren wir, Alter, wie du aussiehst? Ja. Gobi hinter dir ist. Messing? Gobi hinter dir. Munition. Achso, ja, dann nehme ich das Messing. Aber wo ist die Munition? Wo ich hinleuchte. Hä? Ja. Da.
Hat er einen noch Mechanical Parts von euch? Hier ist nix. Ja, ich hab sie. Doch, hier liegt sie doch. Ja, bei mir ist hier nichts. Warte mal, jetzt zeigt er. Jetzt hat er sie angezeigt. Alles klar. Bei der erste hat er nicht gezeigt. Noch mal ein Part. Ja, also ich hab. Ja, okay, her damit. Dann nehme ich Messing und so einen Schrott und Dosen und jetzt habe ich eine ja, leere Dose. Dosen gleich zerlegen und das Eisen zu mir. So zerlegen. Hat jeder von euch noch schimmliges Brot und Nitrat? Nee. Nee. Warte, die Pokale kann man doch auch zerlegen zum Messing, oder? Die kannst du zum Messingteile zerlegen, ja. Ja, wollte ich gerade sagen. Soll ich die Eisenrohre und die Nägel auch zerlegen oder brauchen wir die? Die Nägel kannst du zerlegen, die Eisenrohre nicht. Die Eisenrohre kannst du auch zerlegen, aber die brauchen wir noch zum Basteln. Okay. So. Dann schmeiße ich dir gleich noch mal ein bisschen Eisen hin. Okay. 83, das ist gut. 41. Ins nächste Haus. Moment, ich muss jetzt nachladen. Ich liebe dieses Geräusch. Auf ins nächste Haus. So, dann klopfe ich mal wieder an. Ja, rein, spazieren. Also hier sind doch noch ein paar Häuser mehr, wa? Ja, es geht noch weiter runter. Alle werden wir nicht schaffen. Nee, heute nicht. Wir machen mal großräumig auf, ist immer besser. Ja. Ich höre da was. Ja, im Schlafzimmer. So. Erfahrungsgemäß wieder im Schlafzimmer. Oder auf dem Dachboden. Hier rechts. Hier ist noch ein Bauplan für einen Raketenwerfer. Ja, den machst du doch, oder? Ja, ich hab ich schon. Also die Baupläne, die ich schon kenne, gebe ich zu euch immer durch. Ja, so machen wir das doch alle, oder? Ja. Deswegen, alles völlig in Ordnung. Auf ihn! Ei, ei, ei! Nope! Oh, jetzt habe ich Arakosch getroffen, Entschuldigung. Da leg sie nieder! Erst den Arm und dann den Rest. Wer macht hier noch so eine Randale? Auf alles. Toilette war einer gewesen. Auf Toilette, auf Toilette. Hast du ihn weggemacht oder was? Ja klar, und hier sitzt noch eine Tina in der Ecke. Die habe ich erstmal weggeschmolzen. Ich komm zur Tür rein, in dem Moment drückst du ab. So war das nicht geplant, ich habe ein bisschen zu weit gescrollt. Oben muss wieder einer sein. Jo. Ja, ich diesmal nicht. Ja, ich guck erstmal. Ich mach hier mal frei. Da ist glaube ich keiner drin. Dass man in beide Richtungen fliehen kann, oder wie war das? Ich glaube, der Lucky spielt da oben mit was. Ey, Lucky! Oh. Wie ist die Lage? Lass uns Zeit haben! Die ist gesichert. Ist gesichert. Ja, beim letzten Mal brach er mir das Bein. Dafür, dass gesichert ist, ist hier ganz schön laut. Ja, also ich bin's nicht, ne? So, wir machen das mal hier runter. Schwarzer Leder. Den nehme ich doch mit. Der ist geil. Leder. Falls ihr da noch Mantel braucht, da in der Truhe hängt jetzt noch ein Zehner. Unten kommt was hoch. Der war bestimmt mit am Haus. Er hat den Kopf verloren. Ein Blutbad. Oh, immer diese Kopflosen. Ah, das muss manchmal sein. Ich finde, das gerät einfach nur... Ich meine, ich war ja heute auch ein bisschen kopflos, aber so schlimm. Ich hab's extra ganz bewusst ignoriert. Wo ist denn hier die Tür? Ach, da. Die kann man gar nicht sehen bei der Hütte, ey. Eine richtige Schrottlaube, Hütte. Die ist cool, die hat sogar einen Keller, ärmernfrei. Oh, Alter, das wäre eine geile Hütte. Mit Kamin, Alter. Ey, was geht? Oh, voll die Spinnweben hier, ne? Hier ist schon lange nicht mehr aufgeräumt worden. So. Erstmal die Küche plündern, genau. Alle. Ich alle. Hier, macht einer die Tür hier auf. Welche Tür? Wo ist die Tür? Ach, wo ich leuchte. Das hier klingt so, als wäre eine Waschmaschine an. Ja, ich weiß auch einer. Stimmt, der Kühlschrank. Oh, wieder Scheiße gefunden. So, was haben wir oben? Ist denn da noch Platz für Kaffeebohnen? Nee. Also doch, wenn was loswerden wird, sicher Platz. Nee, bei hier drinnen im Kühlschrank, Waschbecken sind noch Kaffeebohnen. Da wo ich hinleuchte. Okay. Oh, da haben die Waschbecken verpackt. Mein. Einfach so verpackt. Das ist ein schönes Haus. Wo bist Haus. Du gerade? Oben. Gobi. Schönes oben, Haus. Okay. Ihr solltet bestimmt mal im Badezimmer rein. Scheint aber noch nicht fertig zu sein.
Ja, da liegt einer in der Ecke, wusste ich doch. Double Kill. Nur ein bisschen anders. So, hier ist doch bestimmt wieder ein Bad, oder? Nee, hier ist nichts. Jetzt gibt's ja noch unten den Keller. Irgendwo ist hier aber ein Zombie. Ja. Irgendwo prügelt er sich durch. Irgendwo haben wir noch eine Tür vergessen. Hier ist leise. Ich schätze mal unten oder draußen. Hey, wird hier unten irgendwo sein. Ja, deine Ecke prügelt er sich durch. Hinter dir, Lucky, hinter dir! Das sind sogar zwei. Das ist eine Horde, oder? Drei. Ey, das ist eine Wanderhorde. Weiter down. Jede Wette, Scheiße, das... verdammt, ich bin in der Sackgasse. Ja, das ist eine Wanderhorde, ey, wir müssen hier eben raus. Oh, ich bin Arakosch hinter dir. Ja. Die wandern hinter euch her. Wandert raus. Und ich bin in der Sackgasse hier. Ich komme ja nicht raus. Wo bist denn du? Na unten im Bad. Scheiße, das werden immer mehr. Okay. Wir müssen raus auf die Straße. Okay, jetzt ist Schießen angebracht. Ja, jetzt bin ich in der Sackgasse. Gute Idee. Schießerei, Gangster Squad, bang, bang. Hier, Ghetto. So, hier. Das ist unser Haus. Ihr kommt weh, weh, ihr ruft die Bullen. Ich habe keine Munition mehr. Ich fühle mich so nutzlos mit dem Bogen. Boah. Ich glaube, die haben wir jetzt alle erwischt. Nochmal nachschießen! Nein. Der hat Holz dabei. 25, 30 Schuss weg. So, ich gehe in den Keller. Ich bin ja, direkt hinter dir. Der ist unter Wasser, oder? Der ist unter Wasser. Geile Action. Da ist eine Tür da hinten. Ja, die ist zum Aufbrechen. Hier ist ein Klo. Oh, da geh ich gleich mal gucken, ob da jemand gespült hat. Ey, woran sehe ich, wie viel... Ach, da. Kann man hier auftauchen? Im Keller? Ja. Kannst du. Einmal auftauchen. Und wieder runter. Ist eine Eisentür, oder? Nee, schon offen. Okay. Hier ist ein Safe. Aber ich glaube, da kannst du nicht auftauchen. Nein, kannst du auch nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ich komme wieder. So, Safe ist offen. Und was drin? Nur Teile. Ja, ich geh mal hin und hol alles raus, was zu holen ist. Wenn du noch Platz hast. Ja, hab ich. Oh, da war aber ein lilanes Teil, weil hast du gesehen, ne? Jo, war es auch gewesen. So, einmal tauchen bitte. Wir sind auch noch. Hier da rechts. Ja, wir müssen bisschen. Oh ja, jetzt sollten wir langsam zurück. Wobei wir uns sofort auch hier im Haus verkriechen können. Naja, im Keller können wir uns gern verstecken. Neben Keller. Zombies können nicht schwimmen. Im Keller ist, glaube ich, keine gute Idee, aber. Och, ich halte das für eine gute Idee und ich bin infiziert, sehe ich gerade. Den Honig? Wie hast denn das gemacht? Keine Ahnung. Honig habe ich nicht. Nee, tatsächlich nicht. Sonst habe ich ja meistens Honig dabei, aber diesmal. Das ist eine ganz schöne Ecke, die wir da rennen müssen, oder? Ja, wollen wir oder wollen wir uns verkriechen? Wir rennen. Das schaffen wir. Wo wäre denn der Spaß, wenn wir nicht rennen nach Haus und dabei beißen ins Gras? Ich laufe. Ja. Ja Leute, schöne Loot-Tour gewesen, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Da setze ich den gleich oben drauf, ne? Ja, mach das. Und gut Scheiße gefunden, ey Mann. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und dann gehen wir mal rein. Nicht, dass ich noch einen Zombie zur Basis locke. Auf Lift locke. Nee. Dass jetzt wieder irgendwelche Spikes demolieren. Ja, gerade los.
Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat, dann weiß ich auch nicht. Also das war wirklich mal eine Tour, die hat sich definitiv gelohnt. Und es ist Nacht. Pünktlich geschafft. Perfekt, pünktlich zu Hause. So pünktlich waren wir noch nie zu Hause. Nee, das stimmt. Ja, das also wir, nicht. Ihr seht, also wir haben heute richtig was geschafft. Wir haben richtig viel gefunden auch. Sehr coole Sache. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier Feierabend an der Stelle. Wir werden unten wieder ein bisschen buddeln, so wie immer, ihr kennt das ja. Gibt's noch irgendwas, was wir sagen müssen? Ich glaube nicht, eigentlich ist alles gesagt. Eigentlich nicht, nee. Außer, ja, dass hier Arak gleich verbrennt, wenn er weiter so im Feuer steht. Arak ist halt voll der Burner, ne? Das ist ja, ist eine Feuerspinne. Der kann das einfach ab. Muss das ein... Mustafa, ja. Genau. Und ja, also, wir hoffen natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer über nette Kommis und so freuen, das wisst ihr ja. Und auch würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und in diesem Sinne würde ich sagen, immer schön dran denken, Spaß ist, was du draus machst. Tschö! Wiedersehen. Bis dahin.